Wir sind jetzt hier alle eine Woche in Paris, haben uns unter anderem Paris angeschaut und haben eben auch dann jetzt hier in Le Nord drin einen Kurs gemacht, einen Macaros zusammen hergestellt. En fait, on a eu des apprentis du coup allemands qui sont venus, donc il y en a un pour chaque binôme qui était avec nous. Enfin, ils étaient à l'écoute, ils ont participé, on leur a donné des tâches, ils étaient vraiment là, comme si ils étaient dans notre classe en fait. Enfin, c'était super, enfin, moi j'ai beaucoup apprécié. Chaque année, un groupe d'apprentis allemands vient à Versailles et un groupe d'apprentis français part à Nuremberg. Ces échanges ont un intérêt à la fois professionnel et culturel. Es ist sehr oft üblich, dass die Studenten sowas machen. In jedem Studium geht man ins Ausland und als Lehrling ist man das eigentlich noch nicht gewöhnt. Und es ist aber sehr wichtig, dass man auch in einem normalen Beruf, in einem Handwerksberuf sowas macht, weil auch da diese kulturelle Geschichte dazu gehört. Es geht nicht so sehr ums Fachliche, es geht darum, eine andere Kultur kennenzulernen, Europa kennenzulernen, Vorurteile abzubauen, zu sehen, dass man sich eigentlich sehr ähnlich ist, immer ein paar Unterschiede sehen, aber dann auch vor allem die Gemeinsamkeiten erkennen. Und das sollte nicht nur Studenten vorbehalten sein, das sollen definitiv auch Jugendliche in jedem Beruf machen können. Und das ist überhaupt kein Problem. Das über das deutsch-französische Jugendwerk zu unterstützen, das kann jeder deutsche Jugendliche, jeder Europäer kann so etwas machen und sollte das auch unbedingt machen. Ça leur permet aussi d'échanger avec des apprentis du même métier, de leur âge. La langue n'est pas une barrière. Quand on a le même métier, on arrive à se comprendre, on a les mêmes gestes, on parle souvent avec les mains. On a passé une bonne journée, on avait un petit échange, sinon après on montrait et ils comprenaient qu'ils devaient faire la même chose. Donc c'est assez simple. Das ist eigentlich das Besondere, dass sie gar nicht viel brauchen, außer mit ein paar Gesten das zu erklären. Sie haben ihr Rezept, sie haben ihre Hände und dann geht's los und es funktioniert wunderbar. Das beobachten wir jetzt jedes Jahr wieder und das ist ja, das ist die Essenz des Ganzen, dass man einfach merkt, man kann woanders hingehen und man muss keine Angst haben, man kann da einfach loslegen und es tut einem keiner was, es sind alle freundlich und das ist neben diesem fachlichen Austausch das Wichtige. Es war sehr schön, es war sehr interessant, die Arbeitsweise kennenzulernen, noch die Arbeitsschritte, es ist doch etwas unterschiedlich, es ist alles etwas feiner, als es in Deutschland ist. C'était intéressant de voir comment ils travaillaient. Même c'est notre culture, ils étaient, je sais pas, c'était sympa. Eux, ils ont pu voir qu'est-ce qu'il y avait de différent. Genre, eux, ils font par exemple aussi la pâte à choux, mais ils font d'autres choses, donc sous d'autres formes. Ils n'ont pas les éclairs, par exemple. À travers des mêmes bases, on peut faire des choses différentes après. Et ouais, c'est à chaque pays fait son image de la pâtisserie, quoi. Wir haben uns einen komplett schönen Überblick einfach über Paris verschaffen können. Also wir haben einfach sehr viele Eindrücke sammeln können, sowohl kulturell dann eben als auch dann wirklich in den Konditoreien selber. Sehr schön. Ich habe viele neue Rezepte natürlich auch noch mitgenommen. Werde ich dann auch gleich ausprobieren. Ja, neue Leute kennengelernt, hat viel Spaß gemacht. Und wenn man das Gleiche macht, dann schmeckt ja immer gut und der Geschmack zählt, das ist das Wichtigste. Ein Praktikum fände ich sehr interessant. Einfach mal, um noch tiefer in die Materie hier reinzukommen und, wirklich kennenzulernen, was die Unterschiede sind zwischen Deutschland und Frankreich. Bah là, ça m'a motivé encore plus, quoi, carrément, de voir que c'est faisable d'avoir justement un langage pâtissier, même si on parle pas forcément la même langue. Also, ich finde, es macht zum einen auch sehr viel Spaß und zum anderen, es bringt wahnsinnig viel. Also, man lernt jetzt hier auch einfach eine andere Herangehensweise an die Sache kennen. Man sieht, auch wenn man in den Konditoreien und Patissieren steht, mit wie viel Liebe zum Detail dann auch hier gearbeitet wird. Und ja, auch einfach, wenn man in die internationale Richtung schaut, ich finde es wirklich wichtig, wenn man so einen Austausch mal mitmacht und dann einfach ein anderes Land besser kennenlernt.